Das Problem 7700X. Lohnt sich ein solcher zu diesem Zeitpunkt? Solltet ihr euch den 7700X nun kaufen oder nicht? Was sind die Faktoren, die uns die Entscheidung so dermaßen erschweren? Worauf sollte geachtet werden, wenn man sich für einen 7700X entscheidet? Denn die CPU macht ganz viel richtig, passt aber vielleicht preislich nicht ganz in die aktuelle CPU-Landschaft, seitdem Intel die Party mit großer Wucht gecrashed hat. Meine lieben Freunde, heute dreht sich die Welt fast ganz allein um den AMD Ryzen 7 7700X mit seinen flotten 8 Kernen und 16 Threads auf neue Zen 4 Basis. Preis. Laut AMD beläuft sich die UVP des 7700X auf 399 US-Dollar, was jetzt schon deutlich bezahlbarer wird im Vergleich zu den davor getestelten Ryzen 9 Schwergewichtern. Hierzulande sind dann im Handel Stand November 2022 mit 420 bis 450 Euro zu rechnen. Heute wird wieder mal gegen Ex-CPU-Legenden wie Ryzen 7 5800X, also dem direkten Vorgänger, sowie dem Großvater namens Ryzen 7 3800X verglichen, der ja bekanntlich aus dem Jahre 2019 stammt. Ein Vergleich mit neuen Intel Raptor Lake CPUs bleibt für dieses Video erstmal aus, da meine Intel-Lieferung erst in Kürze eintreffen sollte, dementsprechend noch Tests bevorstehen. Ich möchte an der Stelle erneut die Möglichkeit ergreifen und mich dem Georgios gegenüber vom Online-Shop Equipper dankbar erweisen fürs Besorgen der ganzen CPUs für meine Tests. Mache ich übrigens freiwillig, denn bezahlt wurde alles aus eigener Tasche. Hashtag not sponsored. Architektur. Wie bereits erwähnt, basiert der Ryzen 7 7700X auf Zen 4. Die Kerne werden im 5-Nanometer TSMC-Verfahren gefertigt, der IO-Die im 6-Nanometer-Verfahren. Selbstverständlich setzen AMD auch hier auf ihr bewährtes Chiplet-Design, doch einen großen Vorteil für Gaming könnte hier der einzelne CCD darstellen. Die 8 Kerne befinden sich offiziell zumindest auf nur einem CCD. Was das für Auswirkungen in Spielen hat, werdet ihr gleich dann sehen. Ich will es auch diesmal nochmal gesagt haben, dass AMD nun für das vollständige neue Lineup AMD Radeon Grafik inkludiert. Was diese schlussendlich kann, werdet ihr allerdings in einem separaten Video von mir im Praxistest sehen. Da nun AM5 AMDs aktuellsten Sockel darstellt, gibt es natürlich auch berüchtigt kostspielige Mainboards, die zur Auswahl stehen. Tatsächlich dürfen wir zwischen den insgesamt 4 Chipsätzen X670E, X670, B650E sowie B650 wählen. Bekanntlich freunden sich nicht allzu viele mit den diesmal für AMD ungewohnt hohen Plattformkosten an. Aber immerhin stehen nun nicht nur DDR5 RAM, sondern auch der neue blitzschnelle PCI Express 5.0 Standard an. Laut AMDs Aussagen soll die AM5-Plattform sogar mit den heute genannten Chipsätzen auf jeden Fall bis 2025 weitergeführt werden. Test-Setup. Diesmal findet ein Ryzen 7 7700X seinen Platz auf dem respektabel ausgestatteten ASRock B650E Steel Legend Mainboard. Das auffällige Design ist vielleicht nicht jedermanns Sache, doch technisch ein echt tolles Board, auch wenn die Anzahl der SATA-Anschlüsse mir persönlich ein bisschen zu wenig ist. Als RAM greife ich zum bewährten neuen Kingston Fury Beast RGB mit 32 GB und 6000 MHz sowie CL36 Timings. Dieses Kit verfügt außerdem nicht mehr bloß über klassische XMP, sondern genauso über Expo-Profile, eigens für AMD-CPUs konzipiert. Gekühlt wird der erneute Hitzkopf von AMD mit der Be Quiet Pure Loop 2 FX Wasserkühlung in der 360mm Ausführung. AM5 stellt kein Problem für die AIO dar. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch die Grafikkarte. Hierfür greife ich gewohnterweise zur Asus RTX 3090 Tough Gaming OC, damit nicht so heftige GPU-Bottlenecks aufs Testsystem wirken. Taktraten. Anfangs sind größtenteils auf Volllast ziemlich stabil 5,1 bis 5,125 GHz auslesbar. Da der 7700X nur über einen CCD verfügt, gibt es unter den 8 insgesamt aktiven Kernen kaum Differenzen, wie sie beim 7900X mit bereits 2 CCDs klar ersichtlich auftreten.
Auch kann ich bestätigen, dass selbst bei hohen Temperaturen der Takt relativ stabil gehalten wird. Wir verlieren vielleicht maximal 25 MHz, was durchaus zu verkraften ist. Wie auch im Falle des 7900X konnte ich auch mit dem 7700X AMDs maximale Boostangabe um sage und schreibe 100 MHz toppen. Bei mir mit meiner Konfiguration liegen also 5,5 GHz an. Endgame schwankt der Takt dann teilweise zwischen 4,4 und 5,5 GHz. Größtenteils sprechen wir jedoch von 5,5. Durchaus ein schöner Takt. Leistung. Ganz ohne jeglichen Zweifel behaupte ich vom Ryzen 7 7700X, dass er richtig abgeht. Es ist eine sehr gute, potente CPU. Obwohl zwar die 8 Stück Zen 4 Kerne viel produktive Leistung an den Tag legen, haben diese keine Chance gegen die größeren, aber eben auch teureren Ryzen 9 Modelle. Trotzdem kann der 7700X selbst noch gut fürs Einsatzgebiet Produktivität wie Rendering und so weiter ins Spiel kommen, aber eben vielleicht nicht mehr professionell. Genau wie erwartet jedoch, zaubert der 7700X ausgesprochen gute Gaming-Leistung, klebt förmlich trotz bloß der Hälfte an Kernen sehr dicht am Ryzen 9 7950X Flaggschiff-Modell. Bis auf seltene Ausnahmen macht es also in Realität kaum einen Unterschied, ob man einen 7700X oder 7950X ins Gaming-System verbaut. Das bestätigt uns auch der Durchschnitt der 11 getesteten Spieletitel. Doch warum ist das so? Warum leistet die theoretisch besser bestückte CPU nicht mehr? Das liegt daran, dass nicht jedes Spiel von, sagen wir mal, 12 Kernen und 24 Threads oder mehr Gebrauch machen kann.
da ein 7700X mit 8 Kernen daherkommt, die praktisch genauso hoch takten wie die der 7900X und 7950X CPUs, macht es im Endeffekt keinen Unterschied in Spielen. Die restlichen Kerne, wenn man so will, könnten sich dann aber durchaus als nützlich für Hintergrundapplikationen erweisen, damit die Gaming-Leistung durch im Hintergrund laufenden Programmen nicht einbricht. Also für Streamer könnte unter Umständen bereits ein 7900X mit 12 Kernen oder etwas Vergleichbares von Intel durchaus Sinn ergeben. Ich würde jedoch behaupten, dass ein 7700X für die reinen Gamer unter euch die CPU schlechthin zu sein scheint. Allerdings wird die Rechnung noch ganz ohne Intels neues Lineup der 13. Generation gemacht. Also nehmt mein gewagtes Statement zu diesem Zeitpunkt nicht zu ernst. Des Weiteren möchte bzw. muss ich ja noch auf den wesentlich preisgünstigeren Ryzen 7 5800X 3D mit 3D V-Cache verweisen. Besonders die niedrigeren Einstiegskosten machen den 5800X 3D so attraktiv. Oder noch besser, man besitzt bereits die AM4-Plattform, muss daher nur noch das Geld für die mit 3D-Cache-optimierte CPU zusammenkratzen. Alternativ könnte man auch noch auf DDR4-RAM bei Intels Alder Lake und Raptor Lake-Plattformen setzen, um die Brieftasche zu schonen, doch eventuell etwas suboptimal. Leider hatte ich einen 5800X 3D nie im Besitz, konnte also auch keine Tests damit durchführen. Was ist also das Problem des Ryzen 7 7700X? Warum wird uns die Entscheidung so erschwert? Ganz einfach, Schuld ist, wie bereits zu erwarten war, der hohe Einstiegspreis, was sich nicht allein auf die CPU, sondern Mainboard und den Arbeitsspeicher genauso bezieht. Im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit von AMD gewohnt waren und im Vergleich dazu, was es selbst zu diesem Zeitpunkt auf der AM4-Plattform zu erwerben gibt, ist und bleibt der neue, wenn auch flotte 7700X eher unattraktiv. Die CPU an sich ist natürlich spitzenmäßig, nichts falsch verstehen, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist letztendlich eben nicht ganz unwichtig. Außerdem muss man ehrlich gestehen, dass Intel diesmal mit ihren neuen Raptor Lake CPUs ganz schön verlockende Prozessoren zu interessanten Preisen rausgehauen haben. Mainboards sind größtenteils auch etwas bezahlbarer im Gegensatz zu den AMD-Angeboten. Außerdem ist noch Geld für einen potenten CPU-Kühler mit einzukalkulieren, denn ausgelesene 93 Grad Celsius mit einer 360 mm AIO-Wasserkühlung im Falle des 7700X sind jetzt etwas suboptimal, wenn AMD auch behauptet, bis 95 Grad sei alles unbedenklich und unter Anführungsstrichen normal. Doch keine Panik, durch einfaches PBO-2-Tuning im BIOS bekommt man die Temperaturen noch ordentlich gesenkt und das größtenteils ohne Leistungsverlusten. Selbstverständlich gilt dies auch für den Stromverbrauch, obwohl dieser mit gemessenen 235 Watt fürs Gesamtsystem jetzt auch nicht sonderlich negativ auffällt. Man verbraucht in etwa gleich viel wie mit einem Ryzen 9 5900X. Allerdings bringt der 7700X in den meisten produktiven Einsätzen messbar weniger Performance als ein 5900X. Beim Gaming sieht die Welt, na klar, anders aus. Also den Stromverbrauch lasse ich diesmal so durchgehen. Zum Glück kann aber, wie gesagt, noch kräftig optimiert werden, indem man selber Hand anlegt. Der Verbrauch im Leerlauf ändert sich dadurch jedoch nicht wirklich und so habe ich wieder die 81 Watt zu bemeckern. In Zukunft folgen dann auch noch weitere Einträge im Diagramm Stromverbrauch beim Gaming. Fazit: Die Kaufentscheidung des Ryzen 7 7700X wird uns also ziemlich erschwert. In einfachen Worten, es ist eine Sache des Preises. Der Preis der CPU an sich ist einigermaßen fair, doch am schwierigsten sind die Preise zu stemmen, die fürs Mainboard, den RAM und neuerdings sogar einen überaus potenten CPU-Kühler einzuberechnen sind. Umso weiter man die Ryzen 7000 Leiter runterklettert, desto mehr fällt auf, dass die Plattformkosten nicht so gut skalieren. Sprich, es müssten meiner bescheidenen Meinung nach wesentlich günstigere Mainboards her. Ich wünschte, AMD hätte es ermöglicht, halbwegs vernünftige Boards mit einem Preis von 150 Euro ins Rennen zu schicken. Es fällt mir also zu diesem Zeitpunkt etwas schwer, eine klare Kaufempfehlung für den 7700X auszusprechen. Wenn die hohen Kosten ausgeblendet werden, eine klasse CPU, keine Frage.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.